Hi Freunde, willkommen zurück in Neverwinter. Wir sind hier in Even Downs und wir müssen hier eine Quest annehmen. Ich habe gerade eine aus Versehen gleich abgegeben, aber bevor ich weitergemacht habe, habe ich kurz gewartet, Aufnahme gestartet und so weiter. Und da sind wir jetzt auch. Der Handschuhorden braucht eure Hilfe. Bartilingorix, ein heimtückischer schwarzer Drache, haust in diesen Sümpfen. Ich befürchte, er arbeitet mit dem Kult in Even Downs zusammen. Der Drache muss besiegt werden. Andernfalls besteht keine Hoffnung zu verhindern, dass der Kult seine Ziele an diesem Ort erreicht. Na gut, wenn es unbedingt sein muss, dann machen wir das halt. Der Kult des Drachen hat viele Obelisken im Tal der Uralten freigelegt, um die Inschriften darauf zu untersuchen. Wir müssen wissen, nach welchen Informationen sie dort suchen. Geht ins Tal der Uralten und kopiert die Inschriften auf den Obelisken. Habt ihr einen Kopierer? Dann mache ich's gern. Aber ich glaube kaum, dass es hier einen Kopierer gibt. Der Kult des Drachen hat bereits viele uralte Urnen, die mit Schriftrollen gefüllt sind, ausgegraben. Die meisten dieser Schriftrollen sind bloße Fragmente, doch sie scheinen dennoch für die Kultisten von Interesse zu sein. Wir müssen in Erfahrung bringen, was auf diesen Fragmenten aufgezeichnet wurde. Schleicht euch in das Tal der Uralten und sammelt einige dieser Schriftrollenfragmente. Ihr könnt sie in ausgegrabenen Urnen und in den Taschen der Kultisten finden. Okay, dann machen wir mal ein bisschen auf Archäologe. Wir müssen darüber. Aber die sind böse, die sind sehr böse. Ich will nicht. Kann ich da unten entlang? Nö. Oh, oh. Ja. Du Arsch, komm zurück. Ah nein, nicht alle. Ach, die sind ja gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Okay. Dann soll es mir auch recht sein. Ein Peridot. Schriftrollenfragment, das brauchen wir. Und noch eins. Okay. Dann dürfen wir was ausbuddeln. Oder einfach nur mit unserem Drucker kopieren. Der hat das Glücksschwein hier. Ihr habt nur das Wildschwein. Hm. Ach, da steht doch noch einer. Ups, jetzt habe ich die Attacke auf den Falschen gemacht. Ach, das geht trotzdem. Muss nur zählen, okay. Ja, wie ihr seht, ich habe eine andere Attacke drin. Auf E. Weil mir einer gesagt hat, die wäre besser. Und ja. Deshalb habe ich die da drin. Oh oh. Kommt der hierher? Nein. Okay. Noch ein Schriftrollenfragment. 4 von 10. Höhöhöhö. Geh weg. Geh zurück, woher du rausgekrochen bist. Okay, dann kopieren wir das Ding auch noch und dann müssen wir den da kurz killen. Ah, okay, der ist abgelenkt. Gut. Ach, da ist schon wieder einer. Wo kommen die her alle? Was machst du da? Hast du Schiss? Der hat bestimmt Schiss. Ach nein, das ist nur sein Viechlein. Machen wir denn da platt? Sonst gibt es ja nichts mehr zu kopieren, so wie es aussieht. In 2 Minuten wird hier der Drache spawnen, glaube ich. Und die sind kaputt. Nein, nicht klauen! Ah, das gehört mir. Ach, da ist noch eins, okay. Ach, das kann ich trotzdem machen und dann ist ja gut. Wächter des Hügelgrabs. Labern wollen die scheinbar nicht. Hm. Auch egal. Da liegt noch eins. Da oben liegt eins und da. Hey, was machst du da? Nicht dran rumbasteln. Mm-hmm.
Unsere Spezialattacke ist noch nicht bereit. Haben die mich gesehen? Nö. Die sind auf die Geister losgegangen. Ups. Falsche Attacke. Auch egal. Jetzt haben wir noch ein paar Schriftrollenfragmente. Unsere Spezialdingser ist immer noch nicht bereit. Verdammt. Egal. Mit der Macht der Drachen. Jetzt ist bereit, gut. Nein! Egal, getroffen habe ich trotzdem. Oh. Verdammt! Kommt der Arsch! Eieiei. Gerade im Kampf und dann kommt der Arsch daher geflogen. Ja. Oh, halt die Schnauze! Da wird schon angegriffen, so wie es aussieht. Dann gehe ich auch gleich dahin. Aber erst hole ich noch das Zeug hier. Der braucht eben eine Weile, bis er endlich abkratzt. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Was liegt denn da? Bestimmt eine lila Tasche, oder? Ja. Hey Arschi, guck mal hinter dich. Ja, dreh dich um. Ich hab was Schönes für dich. Die Attacke ist gut zum Ausruhen. Das sieht mich ja überhaupt nicht. Aber ist auch gut. Kann ich mich ausruhen hier. Brauche ich nichts machen. Einfach nur ballern. Und was weiß ich was machen. Und gut ist. Oh oh. Arschi kommt. Arschi Arschloch. Eieiei. Gleich mal wieder das scheiß Ding da gemacht. Lass mich da weg, lass mich weg. Ach nö. Jetzt bin ich tot. Oder auch nicht. Den wollte ich gar nicht angreifen. Jetzt kommt er zu mir, verdammt. Achso, das ist die Tonne. Ich dachte, das wäre ein anderer Spieler. Auch egal. Verdammt! Er ist tot. Ich habe ihn gekillt. Sehr gut. Oh nö, jetzt kommen noch mehr. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die alle rausgekrochen? Na gut, kriegt mich von da weg. Auch nicht schlecht. Uiuiuiui. Macht trotzdem doch keinen Schaden.
Oh nein. Jetzt noch kurz auf nur Drachen hauen. Nicht, dass wir keine Belohnung kriegen. Gut. Wir kriegen eine Belohnung. Bäm, 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 und tot ist er. Ja, ja, so kann's gehen. Arschi, Arschloch. Jetzt noch kurz alles einsammeln. Und dann kann ich ja theoretisch gucken, was ich so bekommen habe. Ach ja, ganz normal halt. Ich dachte, vielleicht ist ja irgendein episches Reittier dabei. Aber ich glaube kaum, dass da ein Reittier droppen wird. Der hat den Kiefer gebrochen! Also ich verpiss mich hier jetzt aber wieder. Quests sind fertig. Aber das nehmen wir dann natürlich noch mit. Okay. Was gibt's denn eigentlich da hinten? Keine Ahnung. Will ich gar nicht wissen. So. Opa. Schwer verletzt. Andere können eure Hilfe besser gebrauchen als ich. Ah, ich muss ja nur Sachen abgeben. Mecker nicht gleich rum. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir diesen Vartilingerix zu Gesicht bekommen. Ah, hoffe ich auch. Der Handschuhorden braucht eure Hilfe. Ach nee. Ich wollte gerade was labern. Exzellent. Ja. Das wird uns dabei helfen, mehr über die Pläne des Kultes herauszufinden. Ah, die Pläne des Kultes. Ich habe noch nie zuvor etwas so Altes gesehen. Hoffentlich können sie uns irgendwelche Hinweise geben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Schon wieder nicht. Der Leichnam eines Barbarenkriegers wurde in einem Hügelgrab im Tal der Uralten aufgebahrt. Anscheinend versucht der Kult mit seinem Geist in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, was der Hintergrund dieser Sache ist, aber wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Das Hügelgrab wurde mit einem mächtigen Schutzzauber belegt. Der Kult konnte diesen bisher zwar noch nicht bannen, doch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir sollten es ihnen nicht so einfach machen. Diese Obelisken markieren die Orte, an denen Wächter als Teil der Bestattungszeremonie des Barbaren begraben worden sind. Wenn ihr diese Zauberformel in der Nähe eines dieser Obelisken aufsagt, dann sollte das den dort vergrabenen Wächter erwecken, woraufhin dieser sicherlich die Grabräuber angreifen wird. Wahrscheinlich wurden über die Jahrhunderte einige dieser Wächter vernichtet. Verzagt also nicht, wenn die Sache nicht auf Anhieb gelingen will. Okay, dann müssen wir wohl jetzt da hinten in das Ding da rein. Oder? Sieht so aus. Aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass die Musik lauter geworden ist. Also machen wir da mal Musiklautstärke ein bisschen runter. Auf 15 erstmal. Weil jetzt gerade geht's ja eigentlich, aber manchmal ist sie laut, manchmal wieder leise. Irgendwie nervig hier. Muss ich schon wieder die Dinger kopieren? Achso, okay. Vorne ist auch noch so ein Ding. Arschi, hau ab. Lass mich in Ruhe. Na gut, mach den platt, wenn ihr es hinkriegt. Was soll ich denn jetzt killen oder wie? Keine Ahnung. Ey, nicht der Paunio, Arschis. Arschi, Arschlöcher. Arschige Arschlöcher, so rum, vielleicht. Ja. Wieso laufen die seit Neustem immer so komisch, als ob sie rumtanzen würden? Ah, der läuft genauso wie die im einen Dungeon da, wie hieß er? Keine Ahnung. Da wo es den Wolf gab, wo ich nicht bekam, obwohl ich bestimmt 20 Mal drin war. Und keine Lust mehr hatte. Müsste das jetzt sein? Müsst ihr mich immer einfrieren? Nervige Dinger da. Einer ist tot. Zweiter ist tot. Dritter ist gleich tot. Okay.
schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Da hinten hin. Aber nicht bei dem dahin, oder? Da. Ach, das war der falsche. Wenigstens kann der mich nicht angreifen, oder? Nö, der nicht, aber der Drache schon. Meine Schwerter erreichen die aber auch nicht. Okay, tot. So, dann machen wir das da noch. Dann müssen wir zu dem Ding da hin. Dann zu dem da hinten. War da eins? Keine Ahnung. Nein, hier müssen wir hin. Oder? Ich sehe das Ding gerade nicht. Nein, da ist gar keins mehr auf der Karte. Ach, wir müssen zurück. Okay. Arsch. Okay, dann gehen wir eben wieder zurück zu dem einen Fuzzi da. Ach, jetzt stehen natürlich welche im Weg. Wie hätte es auch anders sein sollen? Hehe. Da waren sie auf einmal zu Asche verwandelt, oder? So. Das dürfte fürs Erste reichen. Ich werde den Handschuhorden darüber informieren, was wir hier in Erfahrung bringen konnten. Das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir eure Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ja, das hätte wohl sehr, sehr gern. Achtung, gleich nochmal was. Ja, ich höre. Bist du erschrocken? Okay. Es sieht so aus, als ob der Kult die Anzahl der möglichen Aufenthaltsorte der letzten Ruhestätte des Barbaren Kruven Gantara auf Nuch. Bah, was war das? Eieiei. Habe ich keine Luft mehr gekriegt, oder wie? wo war ich jetzt? Des Barbaren Kruven Kantara auf nur wenige Gebiete einengen konnte. Doch aufgrund des Chaos, das ihr heute anrichten konntet, wird es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie ihn finden. Ich habe einen Bericht zu den heutigen Ereignissen für Präzeptor Terraklast in Protectors Enclave zusammengestellt. Könnt ihr diesen zu ihm bringen? Oh ja, können wir. Wenn es weiter nichts ist. Gut, tschüss. Okay, dann eier ich jetzt mal wieder da nach Protectors Dings da zurück. Und ja, dann mache ich so wie das letztes Mal. Ich verabschiede mich und die Quest kommt dann danach. Tschüss! Im Moment ist alles still hier. Ich finde es geschmacklos, die Untoten gegen den Kult einzusetzen, doch das ist wohl die einzige Möglichkeit, in Even Downs für Chancengleichheit zu sorgen. Wenn man bedenkt, dass wir nur wenige Kleriker entbehren können, lasst Akolyt Hyrun wissen, dass er und ihre meine... Dass er und ihr meine Zustimmung haben, fortzufahren. Kommt später wieder zu Hafnerin Bovard und mir zurück. Wir werden dann eventuell neue Aufgaben für euch haben.